Hallo Leute, ich grüße euch. Viele von euch haben mich gefragt, Robin, was ist eigentlich aus deinen Angelsachen geworden, die vor ein paar Wochen aus deinem Auto auf dem eigenen Grundstück gestohlen wurden? Ich will euch ein paar Details bereits jetzt verraten. Die Ermittlungen laufen noch, das sei vorweg auch schon gesagt, aber ich finde es an der Zeit, kurze Stellung dazu zu beziehen. Es war so, dass mein Auto auf meinem Grundstück gestanden hat und ich dann morgens irgendwann zu meinem Wagen kam und ich festgestellt habe, dass aus meinem Auto eine ganze Menge Angelsachen gestohlen wurden. Jetzt fahre ich einen Ford Transit. Ein Ford Transit ist kein High-End-Luxuswagen, der mit allen Raffinessen und Schikanen gesichert ist vom Hersteller aus. Und Ford Transit kriegt man relativ einfach auf. Entweder indem man das Wireless-Signal einfach imitiert oder abfängt und damit dann ja, die Türen öffnen kann. Oder es geht natürlich noch viel einfacher, indem ich einfach beispielsweise mit einem Draht durch die Tür durchgehe, den Schnapper, wo ich die Tür von innen mit aufziehen kann, einfach betätige mit einer kleinen Schlaufe und dann ist die Tür eben auf. Das hat mir die Polizei dann auch ja, so in einem Gespräch mal mitgeteilt und auch mal erklärt, wie sowas gemacht wird. Übrigens ein wichtiges Detail hat mir auch die Polizeidienststelle verraten. Mittlerweile ist es so, dass 80% aller Diebstähle eben keine Einbruchspuren am Fahrzeug mehr hinterlassen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen richtig großen Problem. Diebstähle sind nur versichert über deine Hausratversicherung. Es ist zumindest bei den allermeisten Hausratversicherungen so, wenn Einbruchspuren nachweisbar sind, sprich ist eine Scheibe eingeschlagen, die Sachen sind entwendet, ist es versichert. Ist der Wagen anderweitig geöffnet worden und es sind keine Einbruchspuren auf den ersten Blick erkennbar, also keine mechanischen Einbruchspuren, dann ist dein Fahrzeug oder dein Inhalt des Fahrzeugs nicht mehr über die Hausrat versichert. Und genauso war es bei mir auch. Das wusste ich ehrlicherweise im Vorfeld nicht. Ich muss auch sagen, dass ich über die Ermittlungsarbeiten generell ein bisschen irritiert war, um es mal so auszudrücken. Es hat sich niemand von der Polizeibehörde oder von der Polizeidienststelle die Arbeit gemacht, überhaupt mal sich den Wagen anzusehen. Sondern es wurde einfach nur ein Diebstahl aufgenommen. Die Summe war jetzt nicht ganz unerheblich. Er wurde aufgenommen. Und jetzt wird eben ermittelt. Ermittelt, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe unglaublich viele Nachrichten von ganz vielen von euch über die sozialen Netzwerke bekommen. Ganz viele Hinweise. Einige Hinweise waren relativ schnell klar, da kommen wir nicht weiter. Aber es waren auch schon zwei, drei dabei, die sehr interessant waren. Und die habe ich weitergegeben an die Polizeidienststelle. Ich habe vor meinem Urlaub jetzt auch noch mal dort angerufen. Die Ermittlungen laufen noch, aber das ist eben auch vielleicht bei solchen Ermittlungen in Deutschland so, sowas läuft langsam. Was am Ende bei rumkommt, weiß ich nicht. Deswegen kann ich an dieser Stelle auch noch nicht ganz viel dazu sagen. Was aber wichtig ist, die Sachen sind bis jetzt nicht wieder aufgetaucht und deswegen bitte ich nach wie vor alle von euch, Augen und Ohren offen zu halten. Es sind ja viele Dinge beispielsweise von JRC weggekommen, aber auch ein Geoff Anderson Anzug in meiner Größe halt, also sprich ein kleiner Anzug in Größe S, wird auch nicht so oft gebraucht verkauft. Wenn ihr irgendwas seht in den einschlägigen Verkaufsplattformen, informiert mich gerne und ich bin nach wie vor immer daran interessiert. Ich bin natürlich ein Stück weit auf die Nase gefallen jetzt damit, weil eben auch keine Einbruchspuren festzustellen sind und meine Sachen nicht versichert sind. Und ich habe mich jetzt zu was anderem entschlossen. Ich habe selber mal angefangen zu recherchieren, habe mal geguckt, Mensch, wie kannst du denn deine Sachen versichern? Es gibt doch für alles Versicherungen eigentlich. Man kann doch alles versichern. Und tatsächlich bin ich auf eine Angelversicherung gestoßen. Und die heißt auch, das sage ich an der Stelle, deineangelversicherung.de. Und ich habe da einen Tarif abgeschlossen für mich für ein Jahr. Ich werde das jetzt mal testen und ich werde das auch begleiten, diesen Test, weil ich das hochgradig spannend finde. Es ist gar nicht so wahnsinnsteuer und da ist unglaublich viel drin versichert und vor allen Dingen auch Neuwert. Und das finde ich eben ganz wichtig. Das heißt, wenn meine Sachen jetzt gestohlen werden, nochmal, dann bekomme ich den Neuwert ersetzt. Das muss gar nicht unbedingt sein, dass die mir aus dem Auto gemopst werden, sondern das kann auch sein, dass jemand zum Beispiel am Ufer, am Angel direkt mir Sachen entwendet, mir aus der Garage was klaut, mir aus meinem Kellerraum was klaut, mir vielleicht sogar auch, keine Ahnung was, wenn ich am Zelt irgendwo stehen habe. Also alles, was irgendwie gestohlen wird, wird ersetzt. Abgesehen davon ist es auch noch viel mehr da drin integriert. Im Detail weiß ich es aktuell gar nicht genau alles auswendig, aber zum Beispiel auch
Wenn ihr ein Boot vor der Tür habt und das wird beschädigt, ist sowas auch mit versichert. Habe ich jetzt in meinem Fall nicht, aber das wäre versichert. Oder euch zerbricht eine Rute. Auch das wäre versichert. Deineangelversicherung.de kannten meine Freunde alle vorher nicht. Kannte ich vorher auch nicht. Jetzt kenne ich es. Finde ich toll. Ist ein cooles Produkt. Könnt ihr euch gern mal ansehen. Ich bitte nach wie vor darum, Augen und Ohren aufzuhalten, wenn euch Angelsachen angeboten werden, vielleicht auch ein Panama-Futterboot beispielsweise, Produkte von JRC, was gerade so unter der Hand verkauft werden soll, was vielleicht auch gar nicht so auf den Markt gehen darf, dann informiert mich auf jeden Fall. Mich erreicht ihr auf allen sozialen Plattformen. Ich danke euch dafür, dass ihr die Augen und Ohren offen haltet. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei bei deineangelversicherung.de. Ich hab's gemacht und find's cool.